Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um das Zaubersystem von DSA, also wie man eigentlich jetzt hier zaubert und Zauberei anwendet bzw. an sich halt wirkt. Und da würde ich sagen, gucken wir uns das doch mal an. Zunächst ein paar allgemeine Informationen, dann welche Zauber gibt es eigentlich und wie kann ich dann überhaupt zaubern? Dann noch, was muss ich beachten, beziehungsweise was kann ich denn noch tun, damit der Zauber stärker wird, vielleicht irgendwie, also mir Modifikationen drauflegen. Und dann, also die letzte Frage, wie kann ich eigentlich neue Zauber erlernen? Diese paar Punkte werde ich hier im Video abhandeln. So, und da wären wir auch schon bei den allgemeinen Informationen. Und naja, zunächst einmal, was brauche ich überhaupt? Ja? Also die kompletten Regeln zu der Zauberei sind sehr umfassend Wege der Zauberei geschildert. Das heißt, das Buch hat um die 430 Seiten oder wenn nicht sogar noch mehr. Und das ist ein dicker Schinken, würde ich jetzt mal schon mal sagen. Und da ist halt wirklich alles drin, was man sozusagen braucht. Ist halt doch relativ teuer mit, glaube ich, 40 € steckt das schon ziemlich hart zu Buche. Dennoch sind da halt wirklich alle Regeln drin, die man irgendwie zu DSA, zum Zaubern verschiedener Professionen benötigt. Wenn ihr jedoch die Zaubersprüche haben wollt, also die kompletten 300 Stück oder diese Anzahl ungefähr, dann braucht ihr jedoch noch Liber Canciones, also ein Buch, in dem alle Zaubersprüche aufgeführt sind. In Wege der Zauberei sind sie hinten nur kurz vermerkt, aber nicht die genaue Wirkung und was man jetzt genau damit machen kann. Also man sieht schon, das ist irgendwie schon relativ teuer, wenn man jetzt insgesamt schon 70 € dafür ausgeben muss. Aber um kurz Zaubersprüche mal zu erläutern, also wenn ihr nur Grundzaubersprüche braucht, dann sind die auch im Basisregelwerk drin. Das heißt, es ist nicht ganz so komplex, aber ihr habt halt dort doch schon wichtigere Zauber drin. Detaillierter sind sie doch im Libercationes noch beschrieben. Nun ja, was gibt es jetzt überhaupt für Zauberer? Was für Arten und sowas? Also es gibt einmal Viertel-, Halb- und Vollzauberer und das ist je nachdem, was man halt ja auch von der Profession abhängig ist. Ebenfalls gibt es verschiedene Zauberprofessionen. Es gibt beispielsweise den Druiden, den Magier an sich, den Gildenmagier dort in dem Fall beispielsweise. Oder natürlich auch die Hexe oder so. Also es gibt verschiedene Professionen und die haben halt dann unterschiedliche Zauber. Und es gibt halt auch wirklich Zauber, die für eine sogenannte Repräsentation wirken. Das heißt, sogenannte Zauber, die von denen sozusagen abstammen und die besonders bei denen halt sehr verbreitet sind. Gut, dazu jetzt aber nochmal gleich, welche Zauber gibt es denn überhaupt? Und es gibt über 300 Zauber in das schwarze Auge, wie ich eben schon erwähnt hatte. Also relativ viele. Und ob man die halt alle braucht, ist doch die Frage. Auf jeden Fall gibt es Hauszauber, also die, die man halt bei sich normalerweise dabei hat. Bei Gildenmagiern oder so sind das dann andere, wie bei Elfen beispielsweise. Und die sind erleichtert steigerbar, also eine Spalte leichter. Die Lernzauber gibt es ebenfalls und die sind jetzt speziell nur bei Elfen und die kann man ohne Erschwernis dann wirken. Zumindest jetzt hier bei den Elfen. Dann gibt es natürlich auch noch Zauber anderer Repräsentationen und manche Zauber können erlernt werden. Es gibt jedoch auch welche, die können nicht von allen Klassen erlernt werden. Das ist jetzt beispielsweise hier ein elfisches Pferd, das beschworen werden kann. Sozusagen, das können jetzt Hexen oder Gildenmagier jetzt nicht beschwören unbedingt. Also das steht halt auch alles da drin und das muss man sich halt angucken. Ebenfalls gibt es verschiedene Zauberarten und da hätten wir einmal Schadenszauber mit beispielsweise elementarem Schaden, Illusionszauber, Veränderungszauber, Heilungszauber, Beschwörungszauber und Beherrschungszauber. Also eine Reihe von Zaubern, wie man sie halt kennt und man kann doch sehr, sehr viel damit machen. Es gibt ja auch 300 Stück von denen. Jetzt aber eigentlich mal zum wichtigsten Thema. Wie kann ich eigentlich zaubern? Ja? Was muss ich denn da überhaupt machen? Deshalb habe ich jetzt erstmal hier ein Beispiel und da haben wir den Ignifaxius Flammstrahl. Ein sehr bekannter Zauber und zunächst mal die Probe, die man ausführen muss. Die ist bei jedem Zauber also teilweise anders. Hier ist die Probe Klugheit, Fingerfertigkeit und Konstitution, was man benötigt. Also müsst ihr auf Klugheit würfeln, Fingerfertigkeit und die ganz normale Konstitution, um diese Probe zu schaffen. Dann die Technik. Der Magier hebt die rechte Hand zur linken Schulter und konzentriert sich auf die Formel und deutet dann ruckartig mit dem Zeigefinger und dem Mittelfinger auf sein Opfer. Also so macht er das halt und das ist in dem Fall wichtig, wenn das Ganze verwehrt wird, dann wäre es nämlich erschwert, aber dazu später. Die Zauberdauer beträgt 4 Aktionen, das bedeutet 2 Kampfrunden, was ungefähr 6 Sekunden entspricht. Das bedeutet, wenn der Gegner kann in dieser Zeit einmal angreifen,
einmal abwehren und dann nochmal angreifen, nochmal abwehren. Das ist ungefähr die Zeit. Ja, eine Kampfrunde besteht aus einer Abwehraktion und einer Angriffsaktion. Und die entspricht dann ungefähr 3 Sekunden, die jedem zusteht. Das heißt, pro Kampfrunde hat jeder Gegner oder man selber halt immer eine Angriffs- und eine Abwehraktion. Erst dann ist eine Kampfrunde vorbei. Das heißt, 4 Aktionen ist schon, naja, so mittlere Länge, sagen wir es mal so. Nun, zunächst zur Wirkung, wenn man diesen Zauber ausführt, kommt eine Lanze aus Feuer, die den Gegner trifft. Wenn jedoch jetzt einfach mal der Gegner bemerkt, dass man zaubert, dann ist ein Ausweichmanöver erschwert um 5 möglich. Das kann aber je nach Zauber variieren und das sollte man sich dann im Liber Canciones nachlesen. Es ist nämlich bei jedem Zauber anders. Deshalb ist es auch sehr, sehr wichtig, eigentlich dieses Buch zu haben, weil dort halt wirklich detailliert alles zum Zauber drin steht. Nun gut, bei diesem Zauber ist es so, dass wir den Schaden vorher auswürfeln. Das heißt, wir werfen einen W6, also den normalen W6er-Würfel, und je Augenzahl gibt es dann einen Trefferpunkt. Wir können maximal so viele Würfel werfen, wie wir Zauberfertigkeitswert ist. Ja? Und das ist ein bestimmter Wert, wie der Talentwert bei den normalen Talenten, der angibt, wie gut man den Zauber beherrscht. Ja? Und je höher der Wert, desto besser, denn das ist wie mit den Talentpunkten, dass man auch hier Würfel, die halt ja über die Zahl hinausgehen, ausgleichen kann. Also bedeutet das, wir können, wenn wir einen Zauberfertigkeitswert von 8 haben, maximal 8 Würfel werfen. Und das ist folgendermaßen. Kosten tut das Ganze nämlich ASP, also Astralpunkte nennen die sich. Und die Summe der TP, also aus den Erwürfelten, die wir mit dem W6 die Summe von denen ausgewürfelt haben, ergeben sich die ASP, die wir verbrauchen. Ja, die Astralpunkte sind sozusagen der magische Zyklus, der einem gibt, und sozusagen das Mana, wie man es aus Spielen kennt, in DSA. Seht ihr aber gleich noch in einem Beispiel. So, wie sieht's jetzt aus? Reichweite ist 21 Schritt, das entspricht 21 irischen Meter. Jetzt mal zu einem konkreten Beispiel. Wir haben hier den Zauberer Mulghiero. Und der hat eine Klugheit von 15, eine Fingerfertigkeit von 12 und eine Konstitution von 11. Seine Astralpunkte betragen 45. Er will diesen benannten Zauber Ignifaxius einsetzen. Sein Zauberfertigkeitswert beträgt 8. Nun hat er sich gesagt, ja, okay, ich habe 8, ich will mal 4 Würfel einsetzen. Maximal hätte er jetzt 8 einsetzen können. Also würfelt er 4 mit einem W6. Er würfelt eine 1, eine 4, eine 3 und eine 6. Das heißt, er hat insgesamt, wenn man das aufsummiert, 14 Trefferpunkte erzielt. Gut, was bedeutet das jetzt? Er würde, wenn er den Wurf machen würde, ganze 14 Astralpunkte bezahlen müssen, wenn er diesen Zauber schafft. Sollte er den Zauber nicht schaffen, also sollte die Probe misslingen, dann muss er nur die Hälfte der Astralpunkte zahlen, aber der Zauber misslingt und es passiert nichts weiter. Jedoch gehen die ASP dann verloren. So, jetzt müssen wir aber mal würfeln und er hat in Klugheit an 11 geworfen. Das heißt, wir sehen, er hat diese Probe geschafft, weil er gleich oder drunter würfeln muss. Bei Fingerfertigkeit jedoch eine 19. Das klappt nicht so ganz. Gucken wir mal weiter kurz. Konstitution hatte eine 8, das würde wieder passen. Jetzt müssen wir gucken. 12 haben Fingerfertigkeit, 19, das ist eine Differenz von 7. Und da muss er von seinem Zauberfertigkeitswert 7 Punkte abziehen. Und da hat er noch einen Punkt übrig. Und das nennt sich dann der sogenannte, also übrigen Punkte, nennen sich die Zauberfertigkeitspunkte Sternchen oder Zauberfertigkeitspunkte Plus. Das heißt, das sind die übrig geblieben. So, und nun hat der Gegner, gegen den er das wirken will, einen Rüstungsschutz von 0. Das heißt, er hat keine Rüstung an oder seine Kleidung deckt ihn nicht genug und dennoch sieht er diesen Zauber. Ja? Er würfelt bei dem Ausweichen, das erschwert um 5 ist, er hätte einen Ausweichenwert von 11, erschwert um 5, hätte er dann mindestens eine 6 oder darunter würfeln müssen. Jetzt hat er aber eine 18 geworfen, das heißt, er kann vergeblich ausweichen und von seiner Lebensenergie, da es keinen Rüstungsschutz gibt, werden von 30 Lebenspunkten, die er zunächst besaß, 14 Schadenspunkte abgezogen, also hat er jetzt noch 16 Lebenspunkte. Das ist das Zaubersystem, eigentlich gar nicht mal so schwierig, man muss sich halt nur ein bisschen durch die ganzen Begriffe irgendwie mal ein bisschen durchwinden und dann hat man es eigentlich auch schon. So, jetzt nochmal weiter, was muss ich denn noch beachten? Ja, was gibt es denn da noch? Es gibt sogenannte Beeinflussungszauber, also wenn ich irgendwas jemanden befehlen will und den seinen Geist beeinflussen will, dann wirkt die sogenannte Magieresistenz, abgekürzt MR, als Erschwernis.
sagen wir, er hätte dieser Gegner eine Magieresistenz von 3 und man hätte einen Zauberfertigkeitswert auf den Beeinflussungszauber von 8, dann wäre der Zauberfertigkeitswert noch 5. Das heißt, es ist wie eine Erschwernis bei den normalen Talentwertproben, dass wir hier die Erschwernis von dem Wert abziehen. Das heißt, er hat jetzt nur noch 5 Talentpunkte oder Zauberfertigkeitspunkte übrig. So, jetzt müssen wir aber gucken und wir sagen, okay, wir wollen vielleicht irgendwas ändern daran, ja? Und da kann man Modifikationen auf die Zauber legen. Wir können zum Beispiel die Reichweite des Zaubers erhöhen, aber das ist von Zauber zu Zauber unterschiedlich. Es gibt eine Tabelle und dort steht alles drin. Zum Beispiel Wege der Zauberei in dem Anhang. Da steht alles, was man irgendwie, ja, erweitern kann. Also was für Modifikationen man auflegen kann. Das heißt, man kann nicht immer Modifikationen alle auflegen, sondern nur in bestimmten Fällen. Also nicht jeder Zauber kann jede Modifikation annehmen. Also können wir auch noch Wirken auf mehrere Gegner machen, beziehungsweise Objekte, beziehungsweise Wesen. Und das auch, wie gesagt, in einer Tabelle wieder zu finden, um was das dann erschwert ist. Wir können außerdem sagen, dass wir die ASP einsparen wollen. Das ist dann aber auch eine Erschwernis. Außerdem können wir die Aktionen, die wir zum Zaubern verbrauchen, verringern. Oder wir können die Aktionen, die wir zum Zaubern brauchen, einfach erhöhen. Das heißt, wir lassen uns etwas Zeit. Außerdem sind Zauber anderer Repräsentationen meistens auch schwerer, das muss man dann jedoch sehen. Und das ist auch dort dann nochmal beschrieben. Ebenfalls eine Erschwernis bekommt ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Technik nicht ausführen könnt. Beispielsweise braucht man die Hände, um irgendetwas zu zeigen, oder man muss den Spruch laut sprechen. Jedoch ist man gerade an den Händen gefesselt und kann keine Gesten ausführen, oder man hängt irgendwo nicht am Boden und kann den Boden nicht berühren. Oder einem ist der Mund sogar verbunden, in dem Fall. Und das kann auch noch Erschwernisse zubringen. Also da muss man auf jeden Fall gucken, was für Techniken muss ich überhaupt anwenden. Das ist auch bei jedem Zauber beschrieben. Beschreiben werde ich jetzt auch, wie es eigentlich ist, neue Zauber zu erlernen. Wie geht das denn überhaupt, ne? Ihr könnt entweder in eine Akademie gehen, wenn ihr jetzt beispielsweise ein Gildenmagier oder so etwas seid, und dort euch, ja, keine Ahnung, in die Bibliothek gehen und dort neue Bücher euch ausleihen oder zu einem Lehrmeister gehen, beispielsweise einem erfahrenen Zauberer. Ebenfalls könnt ihr diese Zauberbücher aus einer Bibliothek lesen, beziehungsweise aus ihnen die Sprüche oder bestimmte Thesen oder irgendwas herausfinden, um so einen neuen Spruch zu erlernen. Ebenfalls ist es möglich, unter den Helden die Sprüche weiterzugeben. Jedoch ist das deutlich, deutlich schwieriger. So Leute, hoffentlich schwierig war für euch dieses Video nicht, denn ich habe versucht, das so möglichst irgendwie einfach zu erklären. Und ich hoffe, das ist mir irgendwie gelungen. Wenn ihr weitere DSA-Videos sehen wollt, zum Beispiel wie ich mich als Meister vorbereite oder in sich, wie ich eigentlich als Meister so ein Spiel leite, dann schaut doch mal hier weiter nach meinem Kanal vorbei. Ebenfalls ist interessant für Leute, die jetzt neu dazukommen, ja, was brauche ich jetzt überhaupt am Anfang und wie sieht denn das aus mit Einsteigerregeln? Da findet ihr sicherlich einiges auf meinem Kanal. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat oder auch, was ich als nächstes machen kann. Apropos können, das könnt ihr auch in meinem Kanal machen. Ihr könnt ihn abonnieren und da würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr weitere DSA-Tutorials sehen wollt. Seid ihr genau richtig. Bis dahin, Leute. Ciao.